endlich ab in den Urlaub. Immer öfter, immer weiter, immer exotischer muss es sein. Deutschland ist halt nicht nur Fußballweltmeister. Moment mal, haben Sie wirklich an alles gedacht? Badekappe, Quietscheente, Rücktrittsversicherung, aber es gibt auch wirklich Wichtiges, zum Beispiel Medikamente. Ein beliebtes Reiseziel in Deutschland ist Andernach, eine kleine Stadt im oberen Mittelrheintal. In der hiesigen Bahnhofapotheke haben wir uns in Sachen Reisevorbereitung beraten lassen. Und zwar von Dr. Kuhl. Hallo. Hallo, mein Name ist Dr. Ulrich Kuhl von der Bahnhofapotheke in Andernach und ich beantworte gerne Ihre Fragen. Was gehört aus Ihrer Sicht zur Reisevorbereitung unbedingt dazu? Also generell sollte man natürlich immer daran denken, dass man die Arzneimittel, die man regelmäßig einnehmen muss, die einem vom Arzt verordnet werden, natürlich in ausreichender Menge mitnehmen sollte. Und dann kommt es sehr stark darauf an, welches Reiseziel Sie haben und welche Gegebenheiten vor Ort vorliegen. Reiseschutzimpfungen spielen eine ganz große Rolle. Je nachdem, wo man hinfährt, sollte man da an viele Dinge denken. Beispiel Malaria-Prophylaxe, ja oder nein, das ist sehr entscheidend. Und dann kommt es natürlich darauf an, was vor Ort auffindbar ist. Wo kann ich welche Sachen kaufen, wo kann ich das eher nicht? Was möchte ich gerne von hier mitnehmen oder worauf verlasse ich mich, was ich vor Ort kaufen kann? Gibt es Medikamente, die Sie häufig für die Reiseapotheke empfehlen? Also ich würde das schon immer sehr individuell betrachten, aber was ich grundsätzlich schon empfehle, ist etwas gegen die Durchfallerkrankung beispielsweise mitzunehmen. Übelkeit, Erbrechen, solche Dinge, da hätte ich persönlich immer etwas dabei, um da einfach sicher zu sein, dass ich für den Fall der Fälle sofort gerüstet bin und nicht erst vor Ort schauen muss, wo finde ich denn jetzt hier überhaupt eine Apotheke und haben die möglicherweise gar nicht das vorrätig, was ich mir so vorstelle. Das ist etwas, was ich für eine Fernreise auf jeden Fall immer empfehle. Dann sollte man natürlich an so etwas wie Insektenschutz denken. Wir haben dort sicher andere Gegebenheiten als hier. Insofern ist ein guter Insektenschutz immer wichtig. In Deutschland zahlt meistens die Krankenkasse für Medikamente. Wie ist das im Urlaub? Also grundsätzlich empfiehlt sich immer eine Auslandskrankenversicherung. Ja, das ist einfach so. Die eigene hiesige Krankenkasse zahlt da auch etwas von. Sie müssen aber in aller Regel in Vorleistung treten und können es sich dann auf Antrag zurückerstatten lassen. Was die bezahlen, weiß ich allerdings dann natürlich auch nicht. Im Zweifel ist es sogar auch unterschiedlich. Gerade wer vorher ein bisschen nachdenkt, kann deutlich entspannter in den Urlaub starten und natürlich gesund und erholt wiederkommen.